Wenn Sie sich diese Grafik da anschauen, sieht man schon vorab, dass vom Stadium 1 nur eine sehr geringe Prozentzahl der Männer betroffen ist. Die meisten werden sich früher oder später im Stadium 2 bis 4 wiederfinden. Das heißt, bis zum Alter von 59 Jahren werden ca. 40% der Männer ein Stadium 3 oder sogar mehr erreichen. Und wenn man das dann nach oben schraubt, in die Alterskategorie über 60, sind sogar über 50% der Männer, die dieses Stadium erreichen. Die Ursachen sind vielschichtig, wobei bei den Männern natürlich die Hauptursache der erblich bedingte Haarausfall ist. Das heißt, es zeigen die Haarwurzeln ein verstärktes Ansprechen auf das sogenannte Dihydrotestosteron, ein Abbauprodukt des männlichen Hormons Testosteron. Und daher kommt es zum Absterben der Haarwurzel. Eine weitere Erkrankung ist der sogenannte kreisrunde Haarausfall oder Alopecia areata genannt. Dabei kommt es an unterschiedlichen Stellen zu, wie der Name schon sagt, eher runden Läsionen mit plötzlichem Haarausfall. In den meisten Fällen kommt es da aber wieder von selbst zu einer Produktion von neuen Haar. Es heißt aber nicht, dass es nicht an einer anderen Stelle wieder später mal auftreten kann. Weitere Ursachen sind dann Pflegefehler in Form von häufigen Färben von Haaren oder Rasterlocken zum Beispiel. Schilddrüsenerkrankungen, Über- und Unterfunktionen können eine Rolle spielen. Dann Eisenmangel. Mangel von Ernährungszuständen, das heißt speziell Vitaminmangel, Ernährung kann dafür verantwortlich gemacht werden. Und ständig erhöhte Stresslevel führen zu einem stärkeren Ausschütten von Cortisol, das ebenfalls zu einer Verschlechterung der Haarsituation führt. Und letztendlich natürlich auch Medikamente in Form von Hormongaben oder Chemotherapeutika.